Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben ja hier jetzt immer noch den allerletzten Nebenquest, denke ich mal. Wenn ich so auf die Karte schaue, wird das vielleicht wirklich die letzte Aufgabe sein, die wir hier überhaupt machen können, weil überall anders bin ich ja schon gewesen. Ich scanne nochmal ganz schnell, hochprofessionell scanne ich nochmal alles ab. Ob wir wirklich auch überall gewesen waren, aber gut, wenn da ein Lagerfeuer ist, werden wir da wohl, was ist das eigentlich? Falkensitz? Keine Ahnung. Dann werden wir da wohl gewesen sein. Tja. Dann würde ich sagen, das ist wirklich der allerletzte, aber es läuft ja gerade schon, eine Entscheidung darüber, was wir hier nach spielen werden. Läuft da derzeit ein Video? Ich habe ja 3 Spiele zur Auswahl. Könnt ihr gerne reinschauen, könnt ihr gerne euer Kommentar mit zur abgeben, welches gespielt werden soll, denn das hier ist wirklich, glaube ich, bald zu Ende. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Reden wir mal mit dem. Du bist wirklich sehr freundlich. Achso, den da. Du bist das. Du hast Meridian vor diesem Osaram-Irren gerettet. Du bist ein Sonnenstrahl an einem dunklen Tag. Wirst du mir helfen? Wenn ich kann. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert, wie Weißkohlen, hier im Steinbruch. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches, ja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Es ist garantiert ein Steinbrecher. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Das ist ein Steinbeißer. Ich weiß, was sie umbrachte. Oder Steinbrecher. Eine Maschine, die in der Erde haust. Man nennt sie Steinbrecher. Ich wusste es. Sie werden von lauten Geräuschen angezogen. Das Sprengen von Felsgestein. Eine Mordmaschine im Gestein. Toll. Was im Namen der Sonne soll ich dagegen unternehmen? Nur abwarten. So etwas ist meine Spezialität. Ah, das wird dir gefallen. Toll. Eine tolle Show. Okay, toll. Blut auf Stein. Toll. Das heißt, ein Steinbrecher wieder. Ich denke mal, wir sollen nach unten. Nach unten da. Komme ich denn da nach unten? Komme ich denn da am besten nach unten? Am besten nehmen wir den Weg. Ja, der sieht super aus, der Weg. Ein Steinbrecher. Klasse. Gut, es werden nicht 2 sein und es wird auch keine Verdorbene sein, also untersuche den Haufen und den Sprengstoff. Es vibriert jetzt schon der Controller. Hoppala. Nee, so war das. So. Sprengstoff. Im Steinbruch finden viele Sprengungen statt. Ja. Warum hat er denn schon wieder die Quest hier? Das sollst du machen. Können wir ja mal hingehen? Vielleicht können wir da irgendwas... Nein? Okay. Achso, da ist es angezeigt. Okay. Ja, auf jeden Fall vibriert schon die ganze Zeit der Controller. Sprich, wir werden wohl... angegriffen. Gut. Gut. Du bist aber ein hässliches Vieh, was? Oh, das war fies. Wunder, dass du dein Gesicht unter der Erde verkriegst. Aua. Hör auf, den noch zu moppen.
Scheiße, ich wollte gerade. Wir greifen den. Wir machen fast ausschließlich nur noch diese Steinbrecher hier fertig. Nehmen auch mit. Ah. Oh, das war knapp. Ich will ihn immer schön die Füße abschießen, weil dann soll er nämlich nicht mehr so gut in die Erde können. Und wenn er dann nicht mehr in der Erde, aua, ist, dann haben wir es ein bisschen besser. Ich glaube nämlich jetzt zum, ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt zum Beispiel hat er keine Füße mehr. Ausweichen. Ah, nicht in der Nähe der Lohebehälter irgendwie. Na, wo bist du? Oh. Hey, nein. Da ist noch ein Fuß. Sehr schön. Ich glaube, er hat keine Füße mehr. Ich glaube, wir haben ihn das alles abgesprengt. Sehr schön. Aua, aua, aua. Ich glaube, wir haben ihm die Füße abgesprengt. Ergo, wir können uns jetzt schön darauf konzentrieren, ihn so fertig zu machen. Oh, wie viel angenehmer das ist, wenn er keine Beine mehr hat. Und wenn er dennoch explodiert und brennt. Mist, wir seinen Bauch wieder erwischen. Das war ein schlechter Schuss. Uah, er kommt angerutscht. Bam. So, erledigt. Sehr schön. Sobald man ihm die Füße abgeschossen hat und er nicht mehr in den Boden kann, ist alles gut. Dann ist er echt nicht mehr so schwer. Schön. Haben wir doch ganz gut geklärt. So, hier war irgendwo noch ein Grabhügel oder so ein Hügelberg, wo wir was looten konnten. Hatte ich irgendwie während des Kampfes gesehen. Nicht, dass da... Ja, da. Da haben wir den. Den meinte ich. Wer weiß, was da immer drin ist. Kristallgeflecht. Und sonst irgendwas. Das hätte man auch machen können. Für den. Okay, stimmt. Ich glaube, da muss man mit Feuer feilen, ne? Ja, gut, egal. Okay, ja, schön. Da haben wir das ja sogar erledigt. Ging recht einfach, ging recht schnell. Schockierenderweise. Da nehme ich jetzt hier gerade nur eine Folge mehr auf, wa? Toll. Aber gut, letztes Mal, als wir aufgenommen hatten, war keine Zeit mehr. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber... Ich glaube, ich kann behaupten, wir haben sehr, sehr, sehr gut alles fertig gemacht. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo, und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Gut, dankeschön. Blut auf Stein. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Ja, wie gesagt. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Schade. Schade, schade, schade. Ich laufe jetzt noch ein bisschen herum, weil wir sind jetzt erst bei 9 Minuten. Und wir sinnieren darüber, dass es leider noch bis Anfang nächsten Jahres dauert, bis das neue oder bis das Horizon Story DLC rauskommt. Oh, irgendwas mit Frost. Irgendwas mit Frost heißt das. Ah, Mist, habe ich jetzt leider wieder vergessen. Sorry, aber 2018 im Frühjahr soll es rauskommen. Toller Schuss. Soll das denn irgendwann rauskommen und naja. Wir werden es definitiv, also
Wir werden es 1000%ig spielen, weil, naja. Was soll ich dazu sagen? Es ist Horizon und Horizon muss man einfach gespielt haben. Kann man wirklich sagen, was man will, aber Horizon muss man gespielt haben. Das ist einfach... Ich kämpfe hier noch ein bisschen. Au! Alter, über uns rüber gerannt, die blöde Sau. Einfach über uns rüber gerannt. Au. Ja, schön aufgepasst, mein Freund. Wir haben richtig viel gelernt in den fast 100 Folgen. Ja, fast 100 Folgen haben wir das gemacht. Meine Güte. Ich glaube, wir kommen nicht auf 100. Ich glaube, wir sind bei 99. Ich glaube, das ist gerade Folge 99 und ja, wie gesagt, es ist leider vorbei. Wir müssen uns wirklich denn so lange gedulden müssen, bis 2018 ist. Und das Story-DLC, was hauptsächlich über die Osseram gehen soll und soll im Norden stattfinden. Ich weiß nicht, ob da eine neue Karte aufgemacht wird oder wir einfach, also, ja, es war jetzt ein bisschen doof, will ich jetzt nicht. Oder ob wir jetzt im Norden eine neue Karte aufgemacht wird oder ob wir die vorhandene Karte nehmen. Ich hoffe, es gibt neue Maschinen. Und ich hoffe, sie planen trotzdem immer noch einen komplett zweiten Teil davon. Das wäre echt angenehm. Das wäre wirklich angenehm, wenn die noch einen komplett neuen zweiten Teil. Kann ja Aloy und sowas alles dabei, aber nicht nur ein DLC. Wobei man ja auch nicht weiß, wie groß das DLC wird. Es kann ja trotzdem, ne, so in einer Art von Bethesda, so weißt du, so ein Witcher-DLC, wo du dann auch mal 50 Folgen drinne bist. Also das will man ja nicht unbedingt abstreiten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe auf neue Maschinen. Das ist wirklich etwas, worauf ich total hoffe, dass wir dann ganz, ja gut, ein paar, nicht ganz viele, aber ein paar neue Maschinen begegnen. Ein paar böse, große, neue Maschinen, die uns töten wollen. Wie macht der Komi? Jetzt haben wir haben unsere Rüstung kaputt gemacht. Ah ne, jetzt ist sie wieder heil. Ich schwimme hier einfach nur ein bisschen und versuche die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Noch ein bisschen hier quatschen darüber. Und wie gesagt, das hier wird dann ja... Es wird zwar nicht gleich übermorgen das neue Let's Play anfangen, aber man hat ja auch noch Get Even, ne? Solange Get Even auch noch da ist, ist ja immer noch was Unterhaltsames und Cooles zum Gucken. Neben Digimon. Digimon ist immer unterhaltsam und cool, aber das zähle ich als, ja, es wird glaube ich noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich auch, das Ende erreichen, sag ich mal. Und ist nicht so, dass ich da gerne auch das Ende erreichen will. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Das ist auch wieder so ein Spiel da. Jetzt schon wieder konzentriert. Tschüss. Ja, man sollte nicht hinrennen, wenn er gerade... Hey, haut nicht ab. Hey, die hauen ab vor uns. Wie geil, wie die einfach stürzen. Das hat so Stil. Du kannst ja echt sagen, was du willst, aber ne, diese Bewegungskram ist richtig, richtig geil gemacht. Wenn die denn hinfallen, weil du sie gerade abschießt oder so, und das sieht einfach so geil aus. Genau, und ja, wie gesagt, das nächste, was wir dann spielen, überlasse ich ja euch. Wie gesagt, das Video dazu ist es. Ihr wisst die drei Dinger. Da wird sich dann auch etwas sehr Schönes finden. So. Ja, das Leveln nur mit solchen Dingern dauert wirklich erheblich lange. Ich dachte, wir könnten uns schnell mal... Oh, wir haben keine Echo-Dosen mehr. Ich dachte, wir könnten uns schnell mal hier, ne? Was ist hier eigentlich? Warum liegt hier eigentlich ein toter Biomorph? Warum liegt hier ein toter Biomorph? Einfach liegt hier so rum.
Gut. Ich frage mich, wo ein schöner Platz ist für den Abschied. Mann. Ich kenne hier keinen schönen Platz. Ich kenne mich hier doch nicht aus. Ich habe doch keine Ahnung. Also wirklich, ich weiß es nicht. Wir gehen mal nach da an. Irgendwie nach da an. Zudem, also schöner der Platz ist, an so trauriger wird es, weil, naja, es ist schon ein ultra cooles Spiel hier. Wie einfach die abgeballert hat. Naja, die haben angefangen, würde ich mal sagen, oder? Die haben eindeutig angefangen. Deswegen machen wir es einfach nur zu Ende. Oh, da hinten ist noch einer. Zack, auf den Död. Und jetzt können wir den wunderbar... Die sind echt stromempfindlich hier. Muss ich sagen. Die sind wirklich sehr stromempfindlich. Das war recht einfach. Die kann man wirklich sehr leicht mit unserem Spezialspeer hier ausschalten, muss ich sagen. Einmal ein bisschen die Gegend genießen. Den Wasserfall. Kannst du sagen, was du willst. Das sieht einfach geil aus. Ein ganz toller Körper. Der hatte was von Tomb Raider. So, ansonsten gibt es eigentlich echt nicht viel zu sagen mehr. Außer, dass es eine lange Zeit bis August wird. August, Quatsch. Ja gut, es wird auch eine lange Zeit bis August. Im August kommt zwar jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Wie gesagt, das nächste, was ich spielen will, ist halt Need for Speed und South Park und ach. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Was es nicht noch alles so gibt. Komm her. Ah, komm doch her. Au. Ja, das macht's leichter. Ja, wir sind tot. Ja, das macht's leichter. Naja, tot. Wir sterben hier nicht mehr. Wir sterben. Wir sind sowieso recht gut durchgekommen und nicht wirklich häufig gestorben. Ist jetzt nicht so, dass wir hier wirklich mit irgendeinem Gegner Probleme hatten. Das muss ich auch mal so sagen. Wir sind eigentlich recht gut durchgekommen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Sie suchen aber nach dir. Was sind die denn immer alle? Einfach noch ein paar Maschinen platt machen. Vielleicht erreichen wir Level 50 noch, aber wie gesagt, das wäre ja auch nur das Maximallevel. Und naja, es ist jetzt auch nicht so, dass man... dass man das unbedingt haben muss. Wie gesagt, ich weiß leider auch überhaupt nicht, wie wir komplett alle Fähigkeiten freischalten können. Das ist irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt Level abkommen, dann kriegen wir ja nur einen Fähigkeitenpunkt dazu und ja. Ich denke mal, vielleicht, wenn wir noch die Jägerlogen machen. Da kann ich mir noch vorstellen, dass wir davon auch noch ein paar Fähigkeitspunkte bekommen. Aber wie gesagt, das ist etwas, das ist überhaupt nicht meins und das wird mich auch überhaupt nicht interessieren. Und jeden, der das gerne sehen will, bei mir leider nicht, weil, naja. Das ist, ja. Bringen wir es hinter uns. Das ist halt überhaupt nichts für mich. Das ist einfach nur mit irgendwelchen Seilwerfern hier auf die Dinger da einprügeln. Weiß nicht. So, schon haben wir ihn elektrifiziert. Kritischer Kill. Beendet. Einfach noch ein bisschen töten, ne, weißt du? Rumlaufen und töten.
kennst ja so gut. So, schön mit kritischen Treffer. Es gibt noch ein paar Prozente dazu. Den machen wir natürlich erstmal elektrifizieren. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber es ist auf jeden Fall mein Wort. Mein Wort des Tages. Zack, erledigt. Zwar ohne Crit, aber naja. Willst du machen. Der wollte abhauen. Haben wir natürlich auch nicht zugelassen. Oh ne, gegen Vögel habe ich jetzt ja gar keinen Bock, ne? Aber die haben uns jetzt echt angegriffen und die müssen dafür bestraft werden, dass sie uns angreifen. Ich habe keine Lust gegen die Vögel. Ich hasse Vögel. Oh, wir sind schon fast wieder über unserer Zeit. Ja, gut. Ich haue jetzt mal ab vor denen. Und dann würde ich sagen, beenden wir leider auf Folge 99 das Horizon Let's Play. Fürs Erste möchte ich ja sagen, weil, naja, die DLCs oder das DLC, ich weiß gar nicht, ob mehrere geplant sind, aber das DLC ist schon mal etwas, was einen auf jeden Fall interessiert. Ich, ja, reise jetzt nochmal irgendwo hin. Ich würde sagen, nach mir, ja, weiß nicht. Ich reise mal hier hin, das ist bestimmt ein schöner Aussichtspunkt für einen Abschied. Oh. Oh Gott, ist das warm hier drin, ey. Ich habe schon wieder über 30 Grad. Ist immer so warm. Warum scheint hier eigentlich die Sonne? Warum ist es im Sommer immer warm und im Winter kalt? Ich verstehe das nicht. Was soll das? Naja, man will sich ja ungern beschweren. Ja, auf jeden Fall kann ich ja jetzt schon mal sagen, eine Ära geht zu Ende. Eine spaßige Ära. Manu, wir müssen unbedingt das DLC. Wir ziehen es noch so lange bis Anfang 2018. Wir spielen es noch 5-mal durch hier. Nein. Nee, das wäre ja... Nein, das wäre ja doof. Kann ich nicht machen. Okay. Schade. Hätte ich gehofft, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Nebenquests mehr finden. Irgendwas noch finden. Irgendetwas, damit wir noch mehr Zeit hier drinne verbringen können. Aber ja, das Spiel will es nicht so. Wir können da nichts gegen machen. Es ist schade. Aber irgendwann geht auch alles. Ich fahre hier runter. Ja, hier ist die beste Aussicht hier. Wir haben uns auf jeden Fall die beste Aussicht rausgesucht. Ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe Sand in der Kehle. Ja, warum ist hier auch so ein scheiß Wetter? Warum ist hier auch so ein scheiß Wetter? Ich weiß noch nicht mal, was war denn hier? Ach, hier haben wir den Typen geholt, ne? Ja, genau. Hier hatten wir den Typen geholt. Da ist sogar noch eine Vorratskiste. Gut. Schade, hier ist es ein bisschen sandstürmisch, aber ihr wisst ja, man kann da ja auch nichts für. Ich gehe hier nochmal runter. Aber genauso wollte ich landen. Da vorne ist nämlich so eine Landspitzending und naja. So, das ist die Rüstung, ich wollte schon sagen. Ja, er zieht es auf jeden Fall noch in die Länge. Er will hier ja auch nicht weg. Mit dem Blick hier vorne. Hui. Werde ich das denn beenden? Dann werde ich Tschüss sagen. Wir haben alles gemacht, was man machen kann. Bis auf die Jäger. Ja, bis auf die Jägerprüfungen. Aber das ist etwas, da habe ich absolut kein Interesse dran. Ansonsten haben wir einfach alles erledigt. Wir waren überall gewesen. Meiner Meinung nach. Und ich verabschiede mich von euch. Bedanke mich, dass ihr so lange mit dabei wart hier bei Horizon und ich hoffe, wir sehen uns denn aller spätestens beim DLC Frost Bite, sage ich jetzt einfach mal, irgendwas mit Frost war das. Nicht Wurst, sondern Frost. Was macht sie da eigentlich? Sie sehen uns dann hoffentlich da wieder. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt, sag auf Wiedersehen und ciao. Tschüss und danke. Tschüss.